Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In kaum einem anderen Bereich klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie in der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. Im Iran werden täglich grundlegende Menschenrechte verletzt, doch die Bundesregierung reagiert darauf nur halbherzig. Unsere Außenministerin bietet Showpolitik mit starken Sätzen, denen aber keine Taten folgen. Wir warten immer noch darauf, dass die iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation gelistet werden. In Gaza wurden in 6 Monaten Krieg Tausende von Zivilistinnen getötet. Über 1 Million Frauen und Mädchen wurden laut UN Women vertrieben. Von feministischer Außenpolitik keine Spur. Die Bundesregierung muss endlich ihrer völkerrechtlichen Verantwortung gerecht werden. Sie muss sich klar und deutlich für einen Waffenstillstand in Israel und Gaza einsetzen. Der Export von Rüstungsgütern nach Israel und in alle anderen Kriegs- und Krisenregionen muss gestoppt werden. Auch im eigenen Land versagt die Bundesregierung bei der Umsetzung von Menschenrechten. Amnesty International spricht von Negativentwicklung in 6 Bereichen in Deutschland. Die Istanbul-Konvention, die Gewalt gegen Frauen bekämpfen soll, wird unzureichend umgesetzt. Zu wenige Frauenhäuser stehen zur Verfügung, um den Opfern von Gewalt einen sicheren Zufluchtsort zu bieten. Und wir brauchen schnellstmöglichst, auch laut Amnesty International, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für migrantische Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Auch zu § 218 Strafgesetzbuch findet sich nichts im Bericht der Bundesregierung. Die Verankerung des Schwangerschaftsabbruches als Straftat gleich hinter Mord und Totschlag ist einfach nicht akzeptabel. Dieses Gesetz spricht weiter das Recht auf den eigenen Körper ab und kriminalisiert Frauen und die Ärzteschaft, und das schon seit der Kaiserzeit. Dieser § 218 muss endlich abgeschafft werden. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelparteien, das Zeitfenster ist da. Es geht um Menschenrechte der Frauen in Deutschland. Daher muss der § 218 endlich gestrichen werden. Und vielen Dank an alle Menschenrechtsaktivistinnen weltweit, die sich unter schwierigen Bedingungen für die Stärkung von Menschenrechten einsetzen. Vielen Dank.